Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es einmal um das Thema Ads und die Best Practices aus dem Low-Content-Bereich. Wenn du neu auf dem Kanal bist, mein Name ist Manuel und auf dem Kanal geht es hauptsächlich um KDP, Unternehmertum, Mindset und Investments aller Art. Wenn das Themen sind, die dich interessieren, lass mir gerne ein Abo da und gib dem Video ein Like. Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute schauen wir uns einmal das Thema Ads im Low-Content-Bereich an und ich will auf eine ganz spezielle Ads-Art eingehen, die für mich jetzt das letzte Jahr sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich habe es auch in meiner Ads-Strategie öfter mal thematisiert, welche Ads am besten funktioniert. Ich werde auch die sozusagen beste Variante verraten, was wirklich wunderbar funktioniert. Ich werde den ganzen die ganze Herangehensweise jetzt einmal sagen. Das heißt, also erstens einmal ist einmal Ads sind, werden immer wichtiger. Das heißt, auch im Low-Content-Bereich sind Ads eigentlich fast nicht mehr wegzudenken, da man einfach durch den Überfluss an neuen Publishern und die geringe Eintrittsbarriere im Low-Content-Bereich sehr viel Konkurrenz kriegt immer wieder, muss man sozusagen auf lange Sicht auf Ads zurückgreifen. Und jetzt hat wenn man jetzt sagt, okay, man muss sich ein gewisses Budget zurechtlegen. Was für mich am besten funktioniert hat, das letzte Jahr eigentlich im Low-Content-Bereich, sind Produkt-Ads. Und ich werde jetzt die Herangehensweise sagen, wie man im Endeffekt sich an große Player in dem Low-Content-Bereich ranhängen kann. Das heißt, es ist eigentlich ziemlich easy. Ihr habt einen relativ überschaubaren Kostenapparat, was jetzt das angeht, habt aber den maximalen Output sozusagen. Ihr hängt auch sozusagen an Listings, die schon extrem gut performen, ran und die eben schon Ads schalten. Die Herangehensweise ist folgende. Das heißt, ihr habt jetzt sozusagen ein Buch in einer gewissen Nische. Wir nehmen jetzt einmal die Malbuchnische. Das heißt, wir haben ein Buch, ein Malbuch und wollen das sozusagen platzieren. Ihr werdet, wenn sozusagen alle Daten passen, dann werdet ihr schon mal in der Honeymoon-Phase ein paar Bücher verkaufen. Dann wisst ihr schon mal, okay, das Buch wird sozusagen vom Markt angenommen. Nach dieser Phase werdet ihr relativ schnell abrutschen, da eben zu viel Konkurrenz da ist. Hier sollte man sich dann überlegen, direkt Ads zu schalten und eine spezielle Ads-Art eignet sich da extrem, extrem gut. Und zwar rede ich von der Produkt-Ad. Das heißt, wir targetieren sozusagen unsere Konkurrenten, um unter ihren Listings angezeigt zu werden. Und hier ist natürlich, je mehr, desto besser. Allerdings muss man natürlich aufpassen, denn diejenigen Bücher, also die Bücher, die so schon sehr wenig Sichtbarkeit haben, über die wird man auch so gut wie gar nicht ausgespielt. Das heißt, ich würde mich hier speziell wirklich auf die Top-Player konzentrieren, da die sehr viel Traffic haben. Das heißt, diejenigen, die wirklich den Haupttraffic absahnen für die gewissen Keywords, die würde in dieses Targeting mit einfließen lassen. Und was jetzt passiert ist folgendes, diese Top-Player, zum Beispiel im Malbuchmarkt, die schalten natürlich Ads. Und hier sieht man schon, okay, die haben sehr viel Traffic auf ihrem Listing drauf. Und wie können wir sozusagen von diesem Traffic profitieren? Und das ist ganz einfach über eben die Produkt-Ad. Das heißt, wir targetieren mit schmalem Budget dieses Produkt, diesen Konkurrenten sozusagen, um eben unter dem Listing ausgespielt zu werden. Er hat wahrscheinlich, wie gesagt, da er sehr viel Traffic hat, sind sehr viele Leute täglich auf diesem Profil scrollen. Wenn das Buch jetzt zum Beispiel nicht gefallen würde, dann würden sie natürlich auch ein bisschen runterscrollen. Und dort unten wären dann wir. Und hier hat man noch relativ überschaubare Kosten und eine sehr gute Conversion Rate. Das heißt, wir profitieren von viel Traffic, was sich andere Leute einkaufen und sozusagen zahlen dafür mit schmalem Geld, um unter diesen Listings mit viel Traffic angezeigt zu werden. Und das hat für mich jetzt in den letzten Monaten irrsinnig gut funktioniert. Ich würde es einfach mal probieren. Wie gesagt, sind nicht so kostenintensiv wie zum Beispiel Kategorie Ads. Hier würde man sowieso ein bisschen aufpassen im Low-Content-Bereich, aber Produkt-Ads funktionieren immer noch sehr gut. Gut, wenn es einen gewissen Mehrwert für dich geboten hat, gib mir gerne ein Like auf das Video und wie gesagt, wenn du den Channel noch nicht abonniert hast, lass mir gerne ein Abo da. Irgendwelche Anmerkungen bitte in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video.